Ja, mein Lieblingssystem hier an der Ostsee. Wie gesagt, jeder Brandungsangler hat nachher sein Lieblingssystem. Meins hat sich in den 20 Jahren so weit rauskristallisiert, dass ich ganz gern dieses Pulli-Rig fische. Das heißt, das ist ein Lifter, wo das Blei bzw. die Haken hier frei sich bewegen können. Die Haken werden mit dem Impact Shield geklippt. Ist so mein Favorite, mein Lieblingssystem. Kann ich super weit mit werfen und ja, wie gesagt, ist mein Lieblingssystem. Ich fische da ganz gerne Einzelhaken bzw. so eine Wishbow Hakensystem. Das heißt, es sind zwei Haken über so eine Wippe nebeneinander. Das heißt, ich biete an einem Platz ziemlich viel Köder an. Na, komm her. Ja. Ist wie gesagt ziemlich kurz gebunden. Mhm. Wenn das nachher im Wasser liegt, sieht das so aus, dass da das Rig liegt. Und hier die Köder meinetwegen. Ja, hier ist dann die direkte Verbindung zur Hauptschnur. Ja. Und wenn der Butt oder der Dorsch es halt nimmt, dann kriege ich halt hier meine Bissanzeige. Aber wie gesagt, ich biete ziemlich viel Köder am wenig Platz an. Wie gesagt, ist mein Favorite. Gibt sicherlich andere, aber das ist mein Lieblingssystem. Naja. Und ich habe damit sehr viel Erfolg. So hat jeder sein System, ne? Richtig. Ja, natürlich. Kommt ja was. Ja. Ja, hier sieht man das ganz gut. Wie gesagt, ich fische das super gerne. Das Rig. Hier ist mein Lifter. Ja, geht wie gesagt auf Platte, auf Dorsch. Je nachdem, jetzt habe ich hier meinen Einzelhaken rangebaut. Um ein bisschen weiter zu werfen. Ja. Wie gesagt, hier ist das Pull-Rig. Wie gesagt, wenn der Fisch noch größer ist, zieht er das Blei nach oben und ich kann den Fisch frei drillen. Ist normalerweise, man sagt mal ein Sturmvorfach oder man sagt, wie gesagt, wenn man den Stein in den Klamotten fischt. Ich fische das auch auf Sand. Mir ist das relativ egal. Ich mag das System. Und ja, die Butter auch.